Mahlzeit, Servus, hallo, liebe History- und liebe Mystery-Freunde. Die Pyramide, die ihr hier gerade im Bild seht, das ist die große Pyramide von Gizeh, die sogenannte Cheops-Pyramide in Ägypten, nicht weit von Kairo entfernt. Und als größte Pyramide der Welt zieht sie natürlich auch zahlreiche große und kleine Spekulationen auf sich. Denn es ist wohl über kein Monument, über kein Bauwerk aus der Vergangenheit oder aus der Antike mehr spekuliert worden und auch fabuliert worden, wie über die große Pyramide von Gizeh. Sie ist ja auch mit ihren knapp 147 Metern Höhe sehr beeindruckend, was man natürlich besonders gut sehen kann, wenn man einmal vor Ort ist und sich das einmal selber anschaut. Aber es gibt Spekulationen und alternative Theorien von alternativen Historikern, so nenne ich sie einfach mal so, die natürlich von der etablierten Ägyptologie völlig abgelehnt werden. Für die ist die Sache ganz klar, Cheops Pyramide gebaut von eben einem Pharao mit dem Namen Cheops in der 4. Dynastie aus dem alten Ägypten, rund 4.600 Jahre sei das her, und das war sein Grabmal, der wurde dort bestattet, irgendwann wurde das alles geplündert und deshalb ist heute dort nichts mehr zu finden, beziehungsweise als die ersten frühen Archäologen dort ankamen, so 18. 19. Jahrhundert meinetwegen, da gab es nicht mehr irgendwie groß was zu entdecken an Schätzen und so weiter. Und das wird natürlich auch vor Ort jedem Touristen dort erzählt, von den unzähligen, wirklich millionenfachen Touristenführern, die sich dort anpreisen und anbieten, teilweise muss man schon sagen, sich dort anbiedern. Aber es ist natürlich interessant, dass viele von diesen alternativen Spekulationen über Sinn, Alter und Zweck der Cheops-Pyramide in sehr vielen Büchern immer mal wieder zu finden sind, die sich um die großen Rätsel der Vergangenheit und eben die großen Rätsel der Cheops-Pyramide drehen. Aber es gibt eine spezielle Story, die ist also wirklich, die ist so fantastisch, die ist selbst für Fantasten, so wie viele von euch ja auch Fantasten sind, aber selbst für Fantasten zu fantastisch. Die findet sich eigentlich in fast oder wurde praktisch in überhaupt keinem Buch erwähnt oder diskutiert, weil der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte, die da publiziert wurde, der ist schon sehr zweifelhaft. Aber die Geschichte ist wirklich sehr faszinierend, sehr spannend. Und zwar hat diese ein US-amerikanischer Autor namens David Lewis in einem Buch oder Manuskript veröffentlicht. Das nennt sich Mysteries of the Pyramid. Eine wirklich irre Story. Und die möchte ich in diesem Video mal zusammenfassen, weil ihr werdet sie wahrscheinlich auch noch nie gehört haben. Und zwar geht es darum, im Jahre 1936 wurde östlich von Athen, also in Griechenland, so eine Art Grab oder Tempel gefunden. Und darin hat sich eine verborgene, eine kodierte Botschaft befunden, die dort ausgegraben wurde. Diese kodierte Botschaft, so richtig detailliert geht ja da nicht darauf ein, was das eigentlich gewesen sein soll. Aber diese Botschaft wurde dann über viele Jahrzehnte analysiert und untersucht, bis man den geheimen Code da mal geknackt hat. Das waren so rund 40 Jahre später, da hatte man endlich den Schlüssel zur Dekodierung dieses seltsamen Geheimnisses, dieses seltsamen Mysteriums. Und diese geheime Botschaft da aus Griechenland hat zu einem Geheimeingang in die große Pyramide von Cheops geführt. Und dieser Eingang war nicht irgendwie unterirdisch oder vielleicht in 14 Meter Höhe oder vielleicht nahe dem Originaleingang. Ihr kennt ja jetzt auch diese entdeckte Kammer da nahe dem Originaleingang, die da gefunden wurde, von knapp 9 Meter Länge. Und hier seht ihr mal so ein Bild, so sieht das ja aus, was da jetzt entdeckt und nachgewiesen wurde. Aber dieser Eingang, der dort dann entdeckt worden sein soll, befindet sich ziemlich nah an der Spitze der Cheops-Pyramide, also sehr, sehr weit oben. Und da sind die dann hingegangen vom März bis Juni 1976, der Lewis mit einigen anderen, und haben mehrere Versuche unternommen, durch Schwingungen und bestimmten Klang und all solche Sachen eine geheime Pforte zu öffnen. Es hat 37 Versuche gedauert, bis sich tatsächlich diese geheime Pforte öffnete. Und zwar sei dort ein 15 Tonnen schwerer Stein auf einmal so zur Seite gefahren und habe einen kleinen Spalt freigegeben. Ja, so klein ist er aber auch nicht, aber 90 Zentimeter groß sei dieser gewesen. So eine Öffnung, eine Höhlung. Und da sah man dann schon, aha, hier geht es ins Innere der Cheops-Pyramide. Und zwar begann dort
eine Treppe. Diese Treppe führte ziemlich genau im Kernmauerwerk der großen Pyramide von Gizeh hinunter. Und zwar so in Zickzackform. Jeweils 57 Stufen oder Stiegen, wie man auch so schön sagt, ging es hinunter. Und dann kam eine kleine Plattform und dann ging es wieder 57 Treppen hinunter und so weiter und so fort. Alles im Winkel von 51 Grad. So gerundet ist das ja auch der Winkel der Cheops-Pyramide. Und so kamen sie dann nach vielen, vielen Stunden immer weiter in das Innere der Cheops-Pyramide von oben nach unten herunter. Es hat viele Stunden gedauert. 10 Stunden schreibt er auch, weil es war so staubig und es war so voll Schimmel dort. Sie mussten, wenn sie eine Stufe betreten haben, erstmal warten, bis sich der ganze Staub wieder gelegt hat und sie dann weitergehen konnten. Und so kamen sie dann letzten Endes sogar 177 Meter tief unter dem Bodenniveau der Cheops-Pyramide. Das heißt also, in den gewachsenen Fels, wo die Cheops-Pyramide draufsteht, so kamen sie da immer weiter hinunter in dieser Zickzackform mit dieser komischen Geheimtreppe, die sie da gefunden haben sollen. Mehrere Expeditionen haben sie dort unternommen und stießen aber auch schon recht schnell auf einen ersten Raum. Und dieser Raum war schon sehr seltsam, völlig unbekannt. Etablierte Archäologen wissen davon gar nichts. Und wenn man sich so mal die Spekulativliteratur, wenn wir sie so nennen möchten, über die große Pyramide von Gizeh ansehen, da findet sich auch nichts von dieser wilden Story von dem Levis, der übrigens 1985 erstmals veröffentlicht hat. Es waren so verschiedene Publikationen von ihm. Und auf jeden Fall ging dann natürlich die Expedition weiter. Die haben da schon sehr geheimnisvolle Dinge gefunden. Marmorboden, der irgendwie überhaupt nicht staubig war und glänzte. Rätselhafte Metalle, auch Metalltüren. Und die wundersamen Dinge wurden aber immer wundersamer, je weiter sie in die Tiefe gegangen sind. Denn letztlich seien sie in einen riesigen Raum gekommen, der über 90 Meter groß gewesen wäre. Und darin haben sich auch allerlei geheime Dinge befunden. Seltsame Maschinen, seltsame Metalle, die sie sich überhaupt nicht erklären konnten. Und vor allen Dingen auch Metallplatten und Metallscheiben aus hauchdünnem Metall. Sie konnten es zerknüddeln, aber es hat sich dann wieder in die ursprüngliche Form zurückverwandelt. Das erinnerte mich, als ich die Story damals gelesen habe, sofort an dieses Metall aus Roswell, UFO-Abschnitt 1947. 40 in den USA, kennt ihr natürlich, da soll ja auch so Metall gefunden worden sein, wenn man es zerknüttelte, legt es wieder hin, hat es wieder die Form angenommen. Aber diese seltsamen Metallobjekte, diese Scheiben waren in einer riesigen Bibliothek angeordnet, quasi die Halle der Aufzeichnungen, die ja seit Jahrzehnten gesucht wird. Dieser sogenannte schlafende Prophet Edgar Cayce hat ja schon davon gesprochen, dass es auf dem Gizeh-Plateau, vielleicht in der Nähe des Sphinx oder so, das wird ja überall gesucht, auf jeden Fall eine oder mehrere Halle der Aufzeichnungen gibt. Gigantische Bibliotheken einer versunkenen Zivilisation. Edgar Cayce aus den USA hat hier vor Jahrzehnten von Atlantis gesprochen. Aber diese seltsame Aufzeichnungshalle mit Maschinen, seltsamen Kristallen und technischen Geräten, die aussahen wie Monitore oder so etwas, was wir heute Handy nennen würden. All das habe er dort mit seinen Expeditionsteilnehmern entdeckt und er war wahnsinnig fasziniert, weil das war aufgereiht in Regalen, quasi wie eine Bibliothek, wie man sich die so vorstellt. Und von diesen seltsamen Folien, die dünn wie Papier waren oder Seidenpapier, habe es mindestens 500.000 gegeben, die dort archiviert waren. Und das war der wahre Schatz, den sie entdeckt haben, nicht irgendwie Gold, Edelsteine, irgendwie wertvolles Geschmeide und so etwas, was man sich unter einem Schatz vorstellt, sondern eben diese wunderbare Bibliothek in dieser riesigen Halle, die über 90 Meter lang gewesen wäre. Von da ging übrigens noch durch eine Tür, auch mit seltsamem Metall, was sie nicht identifizieren konnten, ein weiterer Gang ab und der führte in Richtung Sphinx, also weiter weg, dann Richtung Osten von der Cheops-Pyramide, also noch ein geheimer Gang, der aber nicht genauer erkundet wurde. Diese unglaubliche Story, diese völlig verrückte Story, die geht natürlich noch viel weiter und das ist auch einer der Gründe, warum man das eigentlich bei den alternativen Historikern gar nicht findet und ob da überhaupt ein Funken Wahrheit dran ist, mag ich zu bezweifeln. Aber diese Story ist eben halt spannend und zwar haben die auch ihre Maschinen gefunden, auch Monitore, so eine Art PCs und so etwas und zwar auch Antigravitationsmaschinen. Gravitationsmaschinen nennt er die einfach nur oder auch so eine Art Gerätschaften zum Beamen. Tatsächlich hat er das so behauptet.
All das sei natürlich eine unglaublich weit fortgeschrittene Technologie. Das alles haben nicht die alten Pharaonen errichtet, sondern eine unbekannte, versunkene Zivilisation, auch Atlantis wird da immer wieder erwähnt, und eine unterirdische, versunkene Hochzivilisation, denn es sei gelungen, einige von diesen seltsamen Metallobjekten zu übersetzen, in Deutschland sogar, schreibt er, in Bonn. Denn er habe mit seiner Expedition 2700 Mikrofilme von diesen Objekten aufgenommen. Einfach so eine Auswahl, was man da so findet. Man kann ja nicht eine halbe Million da genau fotografieren, eine halbe Million von diesen angeblichen Aufzeichnungsplatten dort. Aber die seien dann tatsächlich irgendwann einmal übersetzt worden. Es sei dann gelungen, dort Informationen zu entnehmen. Und da hieß es, es gäbe oder es habe mal gegeben, auf unserem Planeten 70 unterirdische Städte, die alle miteinander verbunden waren. Es habe eine außerirdische Zivilisation auf unserem Planeten gelebt, mit den Unterirdischen zusammen. Auch Atlantis wird dort genannt. Dann wird berichtet, wo es überall Zugänge zu diesen unterirdischen Höhlensystemen gibt. Nicht nur im Himalaya, kennt ihr wahrscheinlich, ein Klassiker, aber auch in Afrika, in Peru, in Europa sogar. Und es gäbe verschiedene Pyramiden, die hingen alle zusammen. Im Bermuda-Dreieck sei zum Beispiel eine versunkene Pyramide, die gehört auch zu diesem System. Und das sind alles diese Botschaften aus einer fairen Vergangenheit, die Zehntausende oder Hunderttausend Jahre zurückliegt. Diese Welt und auch die frühen Menschen, die haben alle im Einklang gelebt. Auch die Nephilim, das sind diese aus dem Alten Testament, aus dem Buch Genesis im Kapitel 6. Ab Vers 1 kann man da was drüber lesen. Und auch die hätten da existiert. Und später seien erst diese berühmten Adam und Eva gekommen, die man im Alten Testament nachlesen kann. Dieser Mythos von der Schöpfung des ersten Menschen. Aber all das konnten sie damals sehen und dokumentieren in insgesamt 6 verschiedenen Expeditionen ins Innere dieser Geheimkammern, über diese geheime Treppe, die bis Mai 1977 gingen. Danach haben sie keine Expeditionen mehr dort durchgeführt. Angeblich gab es nachher sogar auch noch so ein paar mysteriöse Todesfälle von Teilnehmern, aber das ist jetzt wieder eine andere Sache. Die Story ist ja so schon verrückt genug, was da damals publiziert wurde. Und das Interessante ist, ihr habt es mitgekriegt, ich habe es erwähnt, er hätte angeblich mit seinen Mitstreitern dort 2700 Mikrofilme belichtet, mit einer wahllosen Auswahl von Objekten, die sie so quasi aus der Bibliothek mal herausgezogen haben. Und natürlich, ich habe hier keine gezeigt, weil es wurden keine davon veröffentlicht. Und natürlich gibt es auch hier wieder einen Grund. Dieses Wissen, was dort draufgeschrieben ist, dieses Geheimwissen einer früheren Menschheit, einer früheren Zivilisation, inklusive außerirdische oder Ancient Aliens, wie man heute so neudeutsch sagt, die in friedlicher Koexistenz hier lebten, und die Technologie mit den Beamen und der Antigravitationsmaschine, mit der die Chiemsbaumide dann gebaut wurde, wie er behauptet. Dieses Wissen sei natürlich für uns Menschen von heute viel zu sensationell und spektakulär, dass sie es nicht veröffentlichen können und dürfen, weil und wir Menschen, die Menschheit an sich, für dieses Wissen noch nicht reif wäre. Und das haben wir natürlich, ich weiß nicht, wie lange ihr euch mit diesen Mysterien der Vergangenheit beschäftigt, wie oft hat man das in der Vergangenheit gehört, sei es jetzt über angebliche UFO-Kontaktler in den 50er Jahren, die irgendwie Kontakt mit Außerirdischen gehabt haben wollen, die von der Venus kamen oder vom Mars gekommen sind, ein sehr langes Thema, aber auch die sagten immer wieder, ja, wir haben ein geheimes Wissen erlangt und all so etwas, aber erst wenn die Menschheit reif ist, unsere Spezies Homo sapiens, dann werden wir es offenbaren. Und das kann natürlich sein, ja, vielleicht sind wir 10 Jahren soweit oder in 10.000 Jahren soweit, das ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff, ein Gummibegriff, da kann man sich ja wunderschön rausreden, und das hat doch der David Lewis dann halt in seiner Publikation geschrieben, dass halt er diese Beweise hat, das ist alles dokumentiert, die Übersetzungen sind angefertigt, aber nein. Wenn wir so ein Wissen erlangen, da hauen wir uns quasi nur noch die Köpfe gegenseitig ein und löschen uns gegenseitig aus. Deshalb muss das alles noch top secret bleiben. Das ist jetzt von mir so zusammengefasst seine Publikation, und das ist wirklich unglaublich fantastisch. Er hat auch eine andere Publikation mal veröffentlicht, hier sieht man so das Cover, so sah die aus, auch mit der Außerirdischen im Universum und all so etwas.
Aber uns interessieren ja solche kuriosen Geschichten, solche unglaublichen Geschichten. Und allein von diesem, was ich hier in eigenen Worten, mehr oder weniger in eigenen Worten zusammengefasst habe, da sieht man ja schon, selbst die fantastischen Fantasten nehmen sowas nicht irgendwie in ihren Thesen oder Spekulationen über Geheimkammern, die es ja offensichtlich gibt in der großen Pyramide von Cheops oder auch anderen Pyramiden, die nehmen so etwas nicht auf. Denn da hat einer bei weitem seine Fantasie sehr freien Lauf gelassen und ist bei weitem über die Stränge geschlagen. Vielleicht dienten ja einige Aussagen von ihm mal für andere Autoren, für andere Spekulationen oder vielleicht für Hollywood, für Indiana Jones oder so etwas. Also ich glaube nicht, dass da irgendetwas von stimmt. Aber jetzt muss man sich natürlich fragen, wieso kommt man eigentlich auf die Idee, so eine Story zu verfassen und als Sachbuch bzw. Sachpublikation und damit als Fakten, als Tatsachen in die Welt zu setzen. Das ist doch, da macht man sich doch irgendwie selber mit lächerlich, weil wenn er schon schreibt, mehrfach erwähnt er das, wie viele Hunderte und Tausende Fotos sie dort gemacht haben und was sie alles gesehen haben und was man damit beweisen kann, eben auch die Präastronautik beweisen kann, etc., etc., dann veröffentlicht man sowas, aber hat überhaupt nichts vorzulegen, bis auf so ein paar angebliche Abschriften, die seltsame Metallfragmente, diese Metalldokumente, da macht man sich doch eigentlich irgendwie lächerlich und ich weiß auch nicht, aber fantastisch ist das schon. Das hat doch schon wieder Stoff für irgendeinen Film aus Hollywood in Sachen Geheimkammern und unglaubliches Wissen über außerirdische, versunkene Urzivilisationen und eine versunkene Zivilisation im Inneren der Erde, die heute auch zum Teil noch existiert, schreibt er übrigens abschließend in seiner Publikation auch. Und vielleicht das Phänomen der UFOs, so hieß es früher ja noch, heute sind es ja die wunderbaren UAPs, aber vielleicht kommen sie auch aus dem Inneren der Erde. Das wiederum kann man tatsächlich in einigen Büchern lesen und das wird ja auch seit den letzten Jahrzehnten immer mal wieder ein bisschen mehr diskutiert, dass hier vielleicht ein Phänomen einer versunkenen irdischen Kultur, Zivilisation vorliegt hinter diesem UFO-Phänomen. All das höchst spekulativ, aber auch höchst interessant und höchst faszinierend. Denn was wäre die Welt der Fantasten, wenn nicht einige von den Fantasten dann doch mal wieder über die Stränge schlagen in ihren Publikationen. Ich glaube davon kein Wort. Vielleicht glaubt ihr davon etwas. Könnt ihr mal gerne unten drunter mal ein Feedback schreiben. Was haltet ihr von dieser seltsamen Story? Gebt mir gerne auch einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch kein Abo habt, lasst auch gerne ein Abo hier. Dann sage ich mal tschüss, ihr lieben Mystery Files Freunde. Bis zur nächsten Folge auf den Spuren der fantastischen Geschichten dieser Welt. Ciao, tschüss, euer Lars.